Und wie ich es verstanden habe, hat euch das Video, wo wir Lava auf einen Riesenballon gegossen haben, sehr gefallen. Viele haben mir geschrieben, ich soll Lava einfach auf die Aqualinos gießen, ohne Wasser. Ich glaube, es wird richtig cool, wenn wir Lava auf die durchsichtige Aqualinos gießen. Das sind richtig schöne, durchsichtige Aqualinos. So was Ähnliches haben wir schon mal gemacht. Damals haben wir glühende Metallkugeln in die Aqualinos gelegt. Ich habe auch schon mal versucht, Aqualinos in verschiedenen Sachen zu züchten, um die dann zu färben. Leider verfärben sie sich nicht, die saugen nur die Flüssigkeit heraus. Dieses Mal habe ich einfache durchsichtige Aqualinos. Ich will sehen, was passiert, wenn man geschmolzenen Kupfer darüber gießt. Wird das Kupfer die Aqualinos verfärben? Um die Aqualinos zu züchten, haben wir uns ein 100 Liter Aquarium gekauft. Da werden wir halbes Kilo durchsichtige Aqualinos reinschmeißen. Schaut euch an, wie klein die sind. Das wird sich ändern. Die werden riesig sein. Lasst uns anfangen. Jetzt müssen wir ein paar Stunden warten. Leute, die sind gewachsen. Halbes Kilo kleine Aqualinos haben sich in 50 Liter durchsichtige Riesenaqualinos verwandelt. Am meisten gefällt mir, wie die glänzen. Jetzt werden wir Kupfer schmelzen. Das flüssige Kupfer nenne ich Lava. Und ja, ich weiß, das ist kein echtes Lava. Ich nenne es aber so. Als erstes ziehen wir die Schutzkleidung an. Okay, Leute, lasst uns anfangen. Oh nein, die Hitze hat das Glas zerstört. Und die Aqualinos haben einen Weg gefunden, sich aus dem Staub zu machen, um so Lava aus dem Weg zu gehen. Hört euch die Schreie nur an. Wir holen jetzt das Kupfer raus. Die Aqualinos sind ziemlich warm. Hier ist das Stück. Schaut, wie cool das aussieht. Wie ein Kunstwerk. Einige Aqualinos sind im Kupfer verschmolzen. Hier ist auch noch was. Leute, ich hoffe, euch hat das Experiment gefallen. Like das Video, wenn ja. Teilt das mit euren Freunden. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Abonniert meinen Kanal, um kein Video zu verpassen. Und bis bald!